So ein bisschen hat es gedauert, bis ich euch diesen Panzer auch endlich zeige, aber ich habe da ehrlicherweise auf dem Replay gewartet und das habe ich hier vom Maurice93 bekommen. Vielen Dank und damit zeige ich heute den AMX M4 Liberté und denke mal, wir haben hier einen sehr schönen Panzer, gerade im Replay of the Week natürlich. Es hätte bestimmt auch da Panzer und Videos gegeben, die ein bisschen besser und höher noch gewesen wären, aber ich wollte diesen Panzer unbedingt zeigen und hier diese Runde, die ist ganz anständig geworden, was ich so von den Sets sehe. Deswegen schauen wir uns den an. Warum ich den übrigens nicht in der Preview gezeigt habe, ist recht simpel, weil in der Preview der Panzer ursprünglich nicht diese Tarnung hatte, die wurde dann nachträglich ergänzt, hatte dann aber auch noch die falschen Hitpoints, nämlich 1350, und es gab so viele Sachen, wo ich gesagt habe, okay, nee, da macht keine Preview Sinn, wenn ich einen noch nicht wirklich ganz fertigen Panzer zeige, aber jetzt hier, so ist er, wie er im Spiel auch tatsächlich ist. Wir haben 232 Durchschlag mit normal, 263 mit Premium. Das ist ein 8er Premium-Panzer, den man aktuell erstehen kann. Lass mir nichts falsch sagen, ich meine, der Panzer alleine liegt bei um die 42, 43 Euro und ist ein Heavy Tank. Also auch wer natürlich gerne mal einen Panzer leveln will bei den Franzosen und vielleicht nicht unbedingt Bock auf den AMX hat, der kann sich hier den gönnen. Da haben wir nämlich eine sehr gute Alternative, weil der einfach von der Panzerung her etwas besser ist, als es zum Beispiel der FCM ist. Und da sollte man auch seinen Spaß mit haben, schätze ich mal. So, die Stelle hier oben, die ist immer sehr gefährlich. Außer der 112er Baller da so schön die Seite her. Da kann man natürlich super reinballern. An den Schaden, das haben wir ja gesehen, 300 ist der Durchschnittsschaden. Ab und an natürlich hier nach RNG etwas nach oben, etwas nach unten. Aber bis dato ist doch das ein sehr anständiger Wert. So, jetzt hatte ich auch mal die Panzerung ins Spiel gebracht. Und der 112er hatte dann natürlich mittlerweile einfach das große Problem, dass da kein Backup war und die da waren, sind lange schon weg gewesen. Jetzt ist natürlich hier der Cap schon besetzt, deswegen dreht er da um. Auch da ist der T44-100, der Typ 64. Also da ist schon einiges hinten. Deswegen ist jetzt sinnvoll, sich da zurück zu orientieren, da A, den Cap zu helfen und B, natürlich auch die Panzer, die hier zahlmäßig sehr, sehr zahlreich sind. Also man sieht ja hier in der Minimap 4-5 Stück in dem Gebiet, dann da auch wieder zu verscheuchen. So, was T34-85 fährt jetzt hier fast durch. Nee, aber der Turm hat gelangt, den er da sieht. 6:7, also die Runde selber ist noch sehr, sehr knapp. Aber auch der T34-100 hat da seine liebe Not da mitzuhalten. Und ich denke, man sieht so langsam, was der Panzer imstande ist zu leisten. Hat einen sehr schönen Durchschlag. Natürlich hat er gerade gegen 8er Panzer da ganz klar ein Heimspiel, sage ich mal. Aber ich habe auch von vielen Leuten, die den Panzer selber sich gekauft haben. Ich übrigens habe ihn auch gekauft. Ich habe noch keine Runde gedreht, ich gebe es ehrlich zu. Aber mir hat er rein optisch gut gefallen. Mir gefallen die Stats soweit sehr, sehr gut. Und dementsprechend habe ich zugeschlagen. Und alles, was ich bisher von dem Panzer gelesen habe, war sehr, sehr gut. Und man sieht es ja auch, der Jagdpanther prallt da jetzt auch ab. FCM hat auch keinen schlechten Durchschlag, hat hier auch seine liebe Not.
Und hier jetzt den sechsten Kill. Also da haben wir jetzt den Krieger. Mittlerweile sehen wir, es steht 10 zu 9. Also der Gegner hat hier schon einen Panzer weniger. Sein Team hat noch 3 Achter, der Gegner nur noch 2. Ansonsten 2 Siebener, 1 Sechser. Sein Team 1 Siebener, 2 Sechser. Also alles noch, würde ich sagen, ebenbürtig. Also das ist noch nicht entschieden, diese Runde. Weil das geht ab und an doch mal schneller, als man denkt. Jetzt werden die da von dem T-37, der Tiger 1, da ordentlich beschäftigt. Der kann da eben nicht den Cap einnehmen. Also fährt er jetzt hier rum. Und der Tiger 1 hat hier noch den kleinen Turm drauf. Da ist es natürlich sehr einfach, darauf zu schießen und auch zu durchschlagen, ohne Frage. Ansonsten natürlich unten, dahin geht's auch. Und man sieht, jo, das passt. Der Schaden, der steckt. Ah, der hat leider nicht geklappt. Aber man sieht auch hier wieder Abpraller und das von ebenbürtigen Panzern. Natürlich, jetzt muss man mal sagen, 12 zu 9, da wird es langsam sehr, sehr schwer für den Gegner, da noch ordentlich was zu machen. Übrigens auch eine der Änderungen von der Preview, die wir hätten machen dürfen, zu jetzt hier dieser Runde. Die hatten auch das Einkommen verbessert um 10%. Auch Panzerungsbuffs gab es da nochmal, die auch sehr anständig sind. Also die Panzerung, die kann wirklich mittlerweile was. Aber eben auch so einen Einkommensbuff, das schadet mal gar nicht. Und natürlich ist das auch wichtig und dementsprechend achtet bitte in der Endauswertung ebenfalls darauf. So, jetzt hat er hier leider nicht unbedingt davon profitieren können, dass er hier eine gute Panzerung hat, weil er hat ihn den etwas schlecht gestellt. Und hier ist ein sehr niedriger Roll, 245. Also, es geht fast gar nicht mehr niedriger. 25% ist RNG von 300. Ja, da sind wir bei knapp um die, ja, also 65 ist, glaube ich, sogar Maximum. 66 wäre dann dementsprechend das Allerhöchste gewesen. Und jetzt kann er sich hier noch vielleicht seine Radley Walters holen. Und er holt sie sich tatsächlich. Das ist doch fein. Genau so soll es sein. So wird ein Shoot raus aus dieser Runde, sage ich mal. Also, alles in allem ein sehr schöner Panzer, der optisch mir wirklich gut gefällt. Ich hoffe, euch geht's da ähnlich. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu posten und ob ihr euch den vielleicht auch selbst gekauft habt oder was ihr von ihm denkt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.